Hallo, heute möchte ich noch mal ein bisschen Spaß mit Schleifen mit euch machen. Was wir ja schon hatten mit einer Vorschleife, haben wir gesagt, I ist 1, I soll kleiner als 10 sein und I soll hochzählen. Und dann haben wir ja gesagt, print Dollar i Echo halten wir an ABK minus F Schleife. Das hat nicht geklappt, weil ich nicht Dollar i, sondern i printen muss. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aber wenn wir jetzt wollten, dass die 1 einmal kommt, die 2 zweimal, die 3 dreimal, das können wir mit einer zweiten Schleife lösen. For i, nee, i haben wir schon, y ist gleich 1. Die soll also denselben Startpunkt haben wie i. Und jetzt ist die Abbruchbedingung einfach y kleiner gleich y. Also wenn i, ne, ist genau andersrum, wenn y kleiner gleich i ist, also wenn i 1 ist, dann kann y auch maximal 1 werden. Und so lange soll das eben laufen. Und dann y plus plus. So, in Klammern muss ich immer noch irgendwie auf die Tastatur gucken. Und jetzt müssen wir aber aufpassen, weil der Print macht ja immer einen Zeilenumbruch. Und da wir das ja ohne Zeilenumbruch wollen, soll er einen Printf machen. Und den Print ja erst dann, wenn er die Vorschleife durchlaufen hat, müsste das so gehen. Print. Hat geklappt. Also der Print gibt nichts aus, außer dass er eben seinen Zeilenumbruch mit reinmacht. Also die erste Schleife, die zählt einfach auf 10. Das ist dann die Anzahl der Zeilen. Und innerhalb der Zeilen läuft eben diese Vorschleife mit dem Y weiter, wo die Abbruchbedingung ist, wenn Y eben denselben Wert wie I erreicht hat. Und mit printf geben wir aus. Und nachdem die Vorschleife beendet ist, geben wir nochmal einen einfachen Print und sagen, hier machen Zeilenumbruch rein. Ja, dann habe ich noch was anderes, was sehr Lustiges für euch mitgebracht. Wir hatten ja das letzte Mal schon diese Datei. Ich kenne da jemanden, der hat eine sehr lustige Variante dieser Datei gesehen. Die sah dann so aus. Ich ersetze hier mal den Zeilenumbruch durch einen Strichpunkt. Keine Ahnung, warum Menschen solche Formate machen. Aber da waren praktisch die Datensätze immer hintereinander gereiht. Ne? Das hier ist Quatsch. Bis hierhin ist die Überschrift. Und dann kommt hier eben der erste Datensatz und der geht bis dahin. Und ja, wie kriege ich jetzt diesen Datensatz einfach wieder in diese Variante, wie es ursprünglich war? Und dazu schauen wir uns jetzt wieder die Schleifen an. Wir müssen jetzt mal ganz kurz nachdenken. Es soll mit i gleich 1 beginnen, von mir aus. Und i muss kleiner gleich Number of Fields sein. Und dann soll i eben wieder um 1 erhöht werden. Genau. Das heißt, jetzt wird Feld für Feld, jetzt kann ich praktisch Feld für Feld durchprüfen und ausgeben mit print f von Dollar i, also Dollar i, i steht für 1 im ersten Durchlauf der Schleife, im zweiten Durchlauf steht es für 2 und danach soll er einen Strichpunkt anhängen. Dann hätte ich jetzt die Datei aber wieder nur in dem Format, wie sie schon mal war. k-f Schleife. Nein, er gibt nichts aus. Field Separator ist auf Strichpunkt.
i gleich 1, i kleiner, jetzt immer wenig machen und testen, und dann sieht man es auch, okay, die Liste hat jetzt wieder das Format, das wir wollen. Und jetzt wollen wir, dass nach jedem achten ein Zeilenumbruch passiert. Oder waren es 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee, nach dem 7. Und da gibt es einen sehr einfachen Trick. Also, if i, und jetzt müssen wir uns in unsere Kindheit zurückversetzen, da haben wir ja gelernt, was weiß ich, 3 durch 3 ist gleich 1, Rest 0 oder sowas, ne? 7 durch 7 ist gleich 1, Rest 0, also diesen Modulo, den wollen wir hier verwenden, i durch 7, wenn i durch 7 gleich 0 ist, also wenn es durch 7 teilbar ist, dann soll print i, Dollar, soll Dollar i ausgegeben werden. Na, was habe ich denn heute wieder? Else, und wenn nicht, soll das hier passieren, dass er so. Soll er es eben ohne Zeilenumbruch, aber mit einem Strichpunkt ausgeben. Ein Syntax-Error. Das ist immer das Schöne beim AWK, der zeigt einem oft an, wo es ist. Und das ist klar, das ist ja kein Vergleich, sondern eine Wertezuweisung. Es müsste gleich gleich heißen. Also, ihr seht schon, ich habe keinen Compiler im Kopf. So. Und jetzt habe ich wieder diese Liste, diese Ausgangsliste. Also so könnt ihr damit umgehen, wenn Daten fortlaufend sind und dann mit dem Modulo einfach eine Bedingung schaffen. Ja, das war's schon wieder von mir. Vielen Dank, macht's gut. Ciao, ciao.